Und da sind wir back to Millerntor, endlich wieder hier im Wohnzimmer. Endlich wieder Fußball. Die Saison 2021 hat begonnen. Das erste Heimspiel vom FC St. Pauli ist dann auch gleich mal siegreich vollendet worden. 4:2 gewinnt der FC St. Pauli gegen den ersten FC Heidenheim. Und das wollen wir natürlich mit euch zusammen analysieren. Wir brauchen eure Kommentare. Ich habe schon gesehen, gerade im Facebook-Stream, Herzen und Likes ohne Ende. Also die meisten sind zumindest schon mal zufrieden. Einer, der sehr, sehr schwierig zufriedenzustellen ist, ist der Mann, der neben mir steht und das heute alles mit mir besprechen und mit euch natürlich besprechen wird. Ewald Lien, schön, dass du da bist. Hallo. Lass mal, bevor wir über das Spiel reden, die ungewöhnliche Zuschauerzahl von, ich habe genau nachgezählt, 2228 Zuschauer waren heute im Stadion. Was war das für ein Anblick für dich? Ja, es ist natürlich noch unbefriedigend für unsere Fans, aber es ist schon mal ein erster kleiner Beginn. Und wenn man gesehen hat, was diese 2000 schon für einen Lärm gemacht haben, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was hier passiert, wenn hier mal wieder 29.000 Zuschauer sind. Wobei man natürlich sagen muss, dass nicht alle 29.000 dann schreien und toben. Aber wenn ich mir vorstelle, dass hier jetzt nicht 2.000 sind, sondern 6.000 oder 7.000 oder 8.000, dann bekommt man schon langsam wieder dieses Millerntor-Gefühl. Und die Jungs haben es heute klasse gemacht, auch mit den Zuschauern. Ich glaube, dass das auch eine schon wieder so ein ganz kleiner ein Pluspunkt war für unsere Truppe, dass die gesehen hat, da sind Leute, da kommen ein bisschen mehr Emotionen noch hoch. Das hat man gesehen, glaube ich. Auf jeden Fall. Ihr habt gesehen auch, die Kommentare werden unten mit eingeblendet. Das heißt, ihr könnt eure Meinung über das Spiel sagen, zu dem, was euch heute besonders gut gefallen hat, welcher Spieler möglicherweise euch gut gefallen hat. All das, schreibt das rein. Wir zeigen das natürlich und nehmen das Ganze hier auch auf, weil wir es natürlich auch hier bei uns im Monitor sehen können. Ewald, 4:2 gewinnt die Mannschaft. Zur 77. Minute lief alles super, würde ich mal sagen. Da war es quasi ein Rausch. Da wurde hier schon die Nummer 1 der Stadt sind wir gesungen. Lass uns mal über die ersten 77 Minuten reden. Was hat die Mannschaft da sehr gut gemacht? Also erstmal frage ich mich, wieso du behauptest, dass ich sehr, sehr schwer zufriedenzustellen bin. Da geht es ja schon mal los. Also ich empfehle da einfach nur mal vielleicht 90 Minuten zusammen mit Ewald den Fußball zu gucken. Es ist nur ein dezenter, ich will ja nicht spoilern, aber es ist ein dezenter Hinweis. Du bist, sagen wir mal, sehr schnell erregbar. Naja, also ich meine, ich komme aus dem Fußball und ich bin Trainer. Und wenn ich zugucke, dann sitze ich hier nicht wie vom Fernsehschirm mit einer Chipstüte in der Hand, sondern dann sehe ich, dass sich was anbahnt, dass irgendetwas man jetzt vielleicht machen müsste. Irgendjemand müsste den Ballführenden attackieren, irgendjemand müsste mit seinem Mann mitlaufen, der nach vorne geht. Sowas sehe ich natürlich oder sieht man. Und dann denke ich mit, dann brülle ich, dann schreie ich, weil sich das angedeutet hat. Also ich meine, du hast jetzt gesagt, die 77 Minuten alles gut gelaufen. Das stimmt natürlich auch nicht. Also ich glaube, dass wir nach vorne super Aktionen hatten und auch tolle Tore geschossen haben. Aber wir haben auch schon in der ersten Halbzeit Glück gehabt, dass wir nicht ein, zwei Gegentore bekommen. Denn da waren wirklich einige richtig hochkarätige Chancen von den Heidenheimern da. Und ich denke nur an Schnatterer, der alleine durchläuft, die erste Situation. Und Robin hält überragend auch den Nachschuss. Und wir haben eine ganze Reihe von Schusschancen gehabt, die ganz knapp drüber gingen oder die toll geblockt worden sind. Von Olsen, von Benatelli, auch Ziere hat Konter abgelaufen. Also wir haben dort einiges zugelassen und so ein bisschen Glück war in der Phase mit dabei. Also so ganz zufrieden war ich nicht. Aber jetzt will ich dir erstmal wieder die Gelegenheit geben, mir eine Frage zu stellen. Sonst sagst du nachher wieder, ich habe wieder die ganze Zeit alleine geredet. Nee, aber wenn ich das nochmal sozusagen vom Erregungsgrad so richtig hinbekommen habe, dann warst du die ersten 10 Minuten einigermaßen zufrieden. Dann hatte ich so das Gefühl, bis zur 25., 30. eher unzufrieden. Da waren auch diese Chancen, von denen du gerade gesprochen hast. Und dann hat sich die Mannschaft aber auch wieder stabilisiert und dann auch wieder besser miteinander gespielt. Auch. Hast du mich beobachtet oder das Spiel? Beides. Ich kann wie so ein Adler. Ich kann geradeaus gucken und auch nach rechts. Ja, also es ist ja offensichtlich gewesen, dass wir führen 2-0, aber wir hatten auch immer Nöte hinten. Und mir war klar, dass wir da aufpassen müssen. Und dann kommt natürlich diese 46. Minute. Wir kommen raus. Heidenheim wechselt dreimal zur Halbzeit.
Und wir schießen sofort das 3-0. Das ist natürlich, nimmt ihm so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Das war für uns natürlich Balsam auf die Seele. Und dann fällt sogar in der 70. Minute, 25 Minuten später, da haben wir noch ein, zwei kritische Situationen überstanden, dann fällt das 4-0. Und da muss ich zugeben, ich nehme den Rest auf meine Kappe, dass wir nochmal in Schwierigkeiten gekommen sind. Weil ich habe da gesessen und habe so gedacht, was sagst du denn gleich nach dem Spiel? Und in der 70. Minute hier auf dem Millerntor zu sitzen, auch in meiner Zeit, wenn ich so zurückdenke, und mit einem 4-0 im Rücken und zu denken, ach, guck mal, Wahnsinn, 4-0. Das hat 8 Minuten gedauert, dann wurde ich auf den Boden der Tatsache zurückgeholt, dann kommt das 4-1, dann kommt das 4-2, obwohl ich ja selber diese Theorie vertrete. 4-0, super gefährliches Resultat. Zum Glück haben wir nicht schon in der Halbzeit 4-0 geführt, weil normal habe ich das ja oft gesagt, 4-0, boah, das ist gefährlich. Dann kommt das 4-1, dann 4-2, 4-3, 4-4 und dann verlieren wir noch 4-5. Also ich habe wirklich einen Anflug von Zufriedenheit gehabt. Ja. Und das war der große Fehler. Das hat übertragen aufs Spielfeld. Und diese naja, also es war... Ich nehme auch ein bisschen was auf meine Kappe. Ich habe nämlich das Wort Spitzenreiter in den Mund genommen. Und dann ist ja das ist ja auch immer so eine Geschichte. Ihr seht es gerade. Wir bekommen Kommentare von euch. Carmen schreibt gerade, gut gemacht, FC St. Pauli. Es gibt viel Applaus, es gibt viel Likes, es gibt viel Herzen. Wenn ihr Lust habt, teilt diesen Stream, damit wir mit allen St. Pauli-Fans, die heute nicht im Stadion sein konnten oder vielleicht auch, wie ich eben gerade gesehen habe, in Irland und in anderen Ländern stecken, mitdiskutieren können. Jeanette schreibt, liebe Grüße aus Magdeburg. Ich bin stolz auf euch. Super gemacht, das 4-0. Wäre mega gewesen, aber egal, verdient gewonnen, da kann man, glaube ich, einen Haken dran machen. Absolut. Verdient ist dieses Spiel auf jeden Fall gewonnen und ich finde auch, bevor wir jetzt schon zu viel kritische Stimmen auch mit reinbringen, sollten wir auch einmal irgendwie das Positive mit rausholen. Ja. Da waren ein paar richtig, richtig tolle Szenen dabei. Die Jungs haben es super gemacht über weite Strecken. Ja. Spieler, die sich echt auch wirklich in den Fokus gespielt haben, herausragend gespielt haben. Also insofern war wirklich für Zufriedenheit logischerweise viel, viel mehr Raum als für die kritischen Dinge. Absolut. Also absolut verdient gewonnen. Das ist völlig klar. Aber natürlich wäre 4-0 möglich gewesen. Wenn wir weiter in der Feinjustierung geblieben wären, denn wir hatten das Spiel richtig gut im Griff und am Ende mit diesem 4-0 im Rücken haben sie es gut gemacht, aber dann haben wir ein bisschen nachgelassen, dann haben wir natürlich auch gewechselt, plötzlich hatte Heidenheim wieder Chancen und hat die Chancen genutzt, die sie vorher nicht genutzt haben. Also für Heidenheim sind diese 2 Tore mehr als verdient, das muss man sagen, aber es war auch verdient, dass wir gewonnen haben. Also für mich war das unsere rechte Seite überragend, Olsson und Janis Wiekow, das war Sebastian und Janis haben das top gemacht für mich, nach vorne und nach hinten. Ganz selten, dass sie mal hinten ein bisschen gewackelt haben. Also auch Janis mit dem Tor. Schulle kennt ihn und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Wir haben ja beim letzten Spiel gesehen, war das beim letzten Mal, dass er ein bisschen gewackelt hat manchmal. Aber solchen Jungs Selbstvertrauen zu geben, das ist natürlich das A und O eines Trainers. Also das hat so man kann man mal gesehen. Anfangen auch, ne? So kann man mal sein Heimspieldebüt hier in der Startelf mal bringen, oder? Ja, das war top. Also die beiden haben es richtig klasse gemacht. Mir hat Kofi ist ein Torjäger. Das muss man so sagen. Er nimmt nicht immer am Spiel teil, aber das ist mir dann als Trainer egal, wenn der solche Abschlüsse hat. Dieses erste Tor war Weltklasse. Ich weiß gar nicht, war es Salazar oder wer hat den zurückgelegt? Ich weiß gar nicht, der zieht sofort ab. So ein richtig schöner Ballbesitzspieler, wie ich das früher war, der hätte erstmal den Ball genommen, dann, jetzt habe ich ihn mal, toll. Jetzt streicheln. Jetzt nochmal ein bisschen mit dem Ball hin und her, mal gucken, was wir jetzt noch machen können. Kann man einen ausspielen, der nimmt das Ding und haut ihn rein. Und das war ein Weltklasse-Tor, muss man einfach sagen. Ich gucke mal kurz aus dem Fenster, weil der Grund, warum ihr hier dieses kleine Fenster unten seht, ist natürlich, weil wir die Pressekonferenz gleich hier mit übertragen werden. Und wenn ich mal rausschaue, sehe ich, dass Frank Schmidt noch bei Sky ist, dauert also noch ein bisschen, bis es losgeht. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, darüber zu reden, was toll war in diesem Spiel. 124 Kilometer ist die Mannschaft gelaufen. Das ist deutlich mehr als in der Vergangenheit. Ich hatte auch das Gefühl, diese Gier nach Ball ist viel größer, als wir sie in der letzten Saison gesehen haben, unbedingt den Ball haben zu wollen. Ja, ich habe es eben schon angedeutet, es kann auch sein, dass es ein bisschen was mit diesem Publikum zu tun hat, was teilweise wieder da war. Aber es war toll zu sehen. Und für mich auch der Grund, warum wir so klar gewonnen haben.
war diese Bereitschaft, diese Bereitschaft, sich zu quälen, vorne anzugreifen, auch wenn es fast aussichtslos erschien, nochmal nachzusetzen. Wie ich Salazar gesehen habe, vor seiner Auswechslung ist er nochmal fünfmal orientierungsläufmäßig hier quer über den, durch die Hälfte gepflügt und hat fast jeden Ball nochmal so ein bisschen berührt. Und das reflektiert auch in der Kilometerzahl. Also 124 Kilometer, kannst du ja mal ausrechnen, 11 Leute auf dem Platz. Ne? Also normal, der Torwart läuft nicht ganz so viel. So, das heißt, da werden eine ganze Reihe von Spielern auf 12 Kilometer kommen. Ne? Ja. Und mehr. Und sicherlich ist das nicht das einzige Kriterium, aber für mich hat heute die Laufleistung mit der Einstellung und mit der Aggressivität gestimmt, auch wenn in der Feinjustierung wir natürlich noch einiges verbessern können. Das haben wir gesehen, denn wir haben zu viele Torschancen zugelassen, auch in der ersten Halbzeit. Aber das wird Schulle sehen und das weiß er, dass er da in der Feinjustierung vor der Abwehr was machen muss. Apropos Feinjustierung, ich habe manchmal so das Gefühl, also Spiele bereiten Spiele vor. Ich will sagen, wir haben das Pokalspiel gehabt, das ist deutlich in die Hose gegangen und hat quasi vorbereitet die erste Halbzeit in Bochum. Dann hat sich die Mannschaft aber in der zweiten Halbzeit schon beim 1:0 schon gefangen, hat versucht, oder beim 0:1 in diesem Fall, hat versucht, das Spiel an sich zu reißen. Und es endete dann ja in dem 2:2, wo man nach 0:2 zurückgekommen ist und dann eben den Doppelschlag gehabt hat. Und da habe ich das Gefühl, diese zweite Halbzeit hat das Spiel heute vorbereitet, weil du gesehen hast, da ist eine viel, viel sichere Mannschaft auch letztlich auf dem Platz gewesen. Ja, das ist das A und O. Ich habe das oft gesagt, das ist eine Plattitüde, aber es gibt keinen Ersatz für Ergebnisse. Und wir haben es mit Schalke gesehen, die haben in der ersten Halbzeit gegen Bremen gestern ein paar richtig gute Ballstaffetten gehabt. Wenn sie einen, dann kriegen sie einen rein und dann läuft der ganze Film am Moment. 17 Mal nicht gewonnen, 8 Gegentore und die brechen zusammen. Und dieses Selbstvertrauen, das holt man sich sicherlich über die Spielweise, aber eben auch über Ergebnisse. Und dieses Gefühl, aus Bochum zurückgekommen zu sein und eigentlich noch fast zu gewinnen, das hat man heute hier gesehen und das war toll zu sehen, wie die Jungs da Gas gegeben haben. Also ich habe schon erwähnt, Kofi hat für mich wieder ein richtig cooles Spiel gemacht, aber auch Salazar. Salazar hat mir sehr gut gefallen. Er ist nicht der Allerschnellste, aber der hat gewühlt, der hat gemacht, der hat den Ball in der Mannschaft gehalten, der hat intelligente Wechsel gespielt, es war immer etwas los. Also das hat mir richtig gut gefallen. Und auch unsere Abwehrspieler hinten. Sebastian habe ich schon erwähnt, Robin hat ein paar super Paraden wieder gemacht. Aber ich habe mich auch sehr gefreut für Jackson und Ziere, die zuletzt auch nicht so top dargestanden haben. Die haben ein Top-Spiel heute gemacht. Ziere, da passt es. Aber das habe ich immer gesagt, Ziere und Jackson, beide haben lange nicht gespielt. Und wir kennen ihre Qualitäten. Und mit jedem Spiel kann das besser werden. Wenn ich hier eine Grätsche sehe, wo jemand in den Strafraum läuft, das war top von Ziere, wie er den Ball weggefischt hat, geholt hat. Das Publikum hat es auch honoriert. Also da war eine ganze Reihe von richtig, richtig guten Aktionen. Und lass mal, genau, Heller Müller gerade vorlesen. Himmelmann wieder die Grundlage zu Beginn. Olsen und Behren stark und das 3:0 ein Knaller. Super Mannschaftsleistung, Effizienz, Einsatz und Spielfreude wurden belohnt. Haken dran. Ja, die Heller können wir einladen. Die kann das nächste Mal machen hier. Das ist jetzt alles perfekt analysiert. Für Heller trinke ich jetzt auch ein Glas Wasser. Das ist ein Sponsorenhinweis möglicherweise. Du bist so abgezockt, ganz toll. Möglicherweise ein Sponsorenhinweis. Wir haben schon Olsson gelobt, wir haben über Avivor gesprochen, über Ziere, über Wiekow gesprochen. Interessanterweise Paccarada, meiste Ballkontakte im Spiel beim FC St. Pauli. Die Frage ist, ich glaube, es gibt zwei Gründe dafür. Ne? Zum einen Olsson bärenstark auf der rechten Seite. Mhm. Und dann hat Heidenheim so ein bisschen versucht, eher auf die andere Seite zu gehen. Und insofern hatte Paccarada auch wahnsinnig viel zu tun. Ja, ich glaube, dass wir potenziell eine richtig top linke Seite dazu gewonnen haben. Aber beide müssen sich noch ein bisschen finden, glaube ich, im Zusammenspiel auch. Also wenn ich jetzt... Paccarada hat sicherlich mit Schnatterer, so sagen wir mal, den Todesengel gegen sich gehabt, der uns immer abgeschossen hat. Das hat man vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf. Ich denke, dass die beiden sich in der Defensive noch ein bisschen mehr ergänzen können und dass Ditken,
seine Schnelligkeit noch viel mehr einbringen kann. Wir haben das gesehen, wenn Paccarada den Ball hatte, dann war Dittgen oft innen. Dann hat er innen gestanden mit dem Rücken zu dem Raum und damit hat er sich den Raum selber ein bisschen abgeschnitten. Das haben wir im letzten Spiel auswärts in Bochum schon gesehen. Und ich würde mir wünschen, wenn er ein bisschen mehr von der Seite spielen würde, damit Paccarada die Möglichkeit hat, steil zu spielen. Er wird angespielt, er wird unter Druck gesetzt und dann muss ich auch mal die Linie entlang spielen können. Diese Option hat er ihm selten gegeben, weil er innen gespielt hat, mit dem Rücken zum Gegner und den Ball spielt man dann nicht so gerne. Also da gibt es in der freien Abstimmung sicherlich noch einiges zu verbessern, weil ich glaube, dass wir da eine Top-Seite haben. Wir haben das Tor in Bochum gesehen, was Paccarada top vorbereitet. Wir sehen seine Flankenqualität, wir sehen die Schnelligkeit von Dittgen, der sich durchsetzen kann, ein bisschen glücklich bei dem vierten Tor. Aber er setzt sich halt durch und macht ihn dann. Und wenn ich das insgesamt jetzt mal sehe, drei Stürmer vorne, Kieré, Wiekow, Dittgen, jeder schießt ein Tor, da kann man schon mal nicht meckern. Und dann noch irgendwie so Halbabwehrspieler, zählen wir mal Ziere als Torschützen, also das hat mir gut gefallen. Also wie gesagt, die linke Seite kann sich noch verbessern, das wissen die Jungs, aber es ist eben auch normal. Die sind neu, die kennen sich untereinander nicht. Olsen war schon hier, Jannes kommt dazu, der kennt Olsen. Die beiden machen es jetzt in diesem Moment, sieht das ein bisschen stärker noch aus, aber die beiden werden sich aneinander gewöhnen und dann haben wir eine top linke Seite. Wir müssen noch kurz über Knoll reden, weil auch gerade eingeblendet worden ist, dass auch Knoll mit seinen, was stand da, Knollerbällen, sowas in der Art auf jeden Fall, dass auch die wieder da sind. Und wir haben, auch das müssen wir einmal kurz erwähnen, ja. Ich stand neben Oke im Spiel und fragte ihn, warst du eigentlich schon Präsident, als wir zum ersten Mal ein Tor nach Standard gemacht haben? Also nach einem Standard das 1:0. Kann man ja mal erwähnen, wenn das so selten hier passiert. Ist das so selten passiert, die ganzen Jahre jetzt? Ja. Ich bin kein Statistiker, keine Ahnung. Aber Knolli kann diese Bälle spielen, das wissen wir. Freistöße, Eckbälle. Ich glaube, bei dem zweiten Tor, das war ein Freistoß von ihm, diese Bälle, die kann man zu lang spielen, dem Torwart in die Arme, dann ist es ein Konter. Oder man spielt sie zu kurz, dann werden sie weggeholt. Also das ist schon eine Kunst, den Ball so zu zirkeln, dass du den ersten überspielst, aber nicht so weit, dass der Torwart ihn dann in der Ruhe runterpflücken kann. Und das ist eine der Qualitäten von Knolli. Und natürlich seine Qualität, sich einzuschalten, einen guten Schuss auch mal zu bringen. Also auch Knolli hat eine gute Leistung gebracht. Das ist ja alles erst der zweite Spieltag. Und ich glaube, als Trainer würde man jetzt sagen, bloß nicht in Euphorie verfallen. Wir haben noch 32 Spiele vor uns. Trotzdem kann man an so einem Saisonverlauf, an vielleicht auch an dem Vergleich, wie die Jungs spielen im Vergleich zur letzten Saison, kann man da schon was ablesen? Gibt es Grund zur Optimismus? Also ein Trainer, wenn er gut in Rhetorik ist, wird sicherlich nicht nach dem zweiten Spieltag sagen und Schulle erst recht nicht, bloß nicht in Euphorie verfallen. Das ist ja so, als wenn die Stewardess sagt, beim Absturz jetzt nicht, bloß keine Panik. So wie das untertrieben ist, wäre das andere übertrieben. Ich glaube, es gibt keinen Grund dafür. Wir sind chancenlos in Elversberg ausgeschieden. Wir haben in Bochum den Turnaround geschafft und hier haben wir noch eine ganze Reihe von Situationen zugelassen. Also es ist einfach super, 4 Punkte zu haben nach 2 Spielen. Und ich glaube, dass unser Trainerteam genau den Finger in die Wunde legen kann und genau sieht, was müssen wir noch besser machen. Denn Heidenheim ist ja, auch wenn sie jetzt wieder viele Spieler verloren haben, wichtige Spieler verloren haben mit Dorsch und Kleindienst nach KA Gent und Griesbeck nach Union Berlin. Sie haben ja immer wieder, und Frank Schmidt schafft es nach einer gewissen Zeit, das wieder zu einer Spitzenmannschaft zu machen. Und das hat man heute auch gesehen. Sie haben die Tore noch nicht gemacht, aber sie haben wieder genug Leute. Also man muss das alles einordnen und das kann der Schulle, da bin ich fest von überzeugt. Und dann kann man das, was wir jetzt hier in diesen beiden Spielen, in den letzten beiden Spielen gesehen haben, mitnehmen, um die nächsten Spiele anzugehen. Das ist ein Tagesgeschäft, aber du musst an den Dingen arbeiten. Und das werden sie tun. Also Euphorie, das ist ein Wort, das können wir als Trainer nicht, ne? Nee, das kannst du am Ende der Saison
Kannst du mal irgendwas machen, so, wenn es gut gelaufen ist. Die Trainer kommen so langsam die Treppe hoch. Das heißt, es geht mit der Pressekonferenz los. Es ist aber, weil ich den Kommentar gerne nochmal aufnehmen wollte, auch nochmal zu den Fans zu kommen. Da ist natürlich Euphorie total erlaubt. Hier wurde schon der 1. November, ist es der 1. November? Ich glaube ja, hier wurde der 1. November schon ins Visier genommen mit dem Tipp 5:0 für den FC St. Pauli gegen den Hamburger Sportverein. Also, aber trotzdem, es ist positive Grundstimmung und das ist ja wichtig, dass zumindest die Fanszene die Euphorie auch in die Mannschaft mit reinbringt, um sie dann wie heute auch tragen zu können. Ja, Euphorie ist so ein komisches Wort irgendwie. Begeisterung, Leidenschaft, das sind für mich die Worte, die ich als Trainer wählen würde. Leidenschaft für ein Spiel, für Knoll ist unsere Schule wieder noch so ziemlich. Also das ist etwas, was super wichtig ist. Ne? Also irgendwie, das haben wir ja gesehen bei uns selber, leichte Überheblichkeit, Anfälle von Überheblichkeit und schon fallen zwei Tore. Ja. Das ist eben so. Das ist mir, wenn ich als Trainer mich relaxed habe und habe mal irgendwie eingepennt kurzfristig, habe ich gedacht, das läuft doch gut, zack, kriegst du einen rein, das geht nicht. Und das wissen die Spieler auch. Aber was sie brauchen, ist diese Leidenschaft, diese Begeisterung, etwas leisten zu wollen, sich gegenseitig zu helfen. Und das sehe ich hier. Und die Fans können gerne ein bisschen träumen, aber die müssen auch lernen, dass das Träumen nicht viel bringt, sondern einfach, wie gesagt, den Jungs mental dabei helfen, dass sie die richtigen Dinge tun, dann kommen Ergebnisse automatisch. Und übrigens großes Lob auch nochmal an die Fans, weil das Gesundheitsamt sehr zufrieden gewesen ist mit der Art und Weise, wie man sich hier am Millerntor verhalten hat. Zumindest habe ich das so hier mehr oder weniger zwischen den Zeilen mitbekommen. Wir gehen jetzt mal runter in die Pressekonferenz und hören uns an, was Frank Schmidt und Schulle nach dem Spiel, nach dem 4:2 für den FC St. Pauli zu sagen haben. Gut, dann können wir loslegen, ja? Dann hallo und herzlich willkommen zur virtuellen Pressekonferenz nach dem ersten Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim. Endstand vor 2226 Zuschauern im Millerntor 4:2. Die Pressekonferenz ist gesplittet. Ich begrüße zuerst unseren Gästetrainer Frank Schmidt und unseren gegnerischen Pressesprecher Markus Gamm und würde euch dann einmal das Wort übergeben. Ja, herzlich willkommen zusammen zum ersten Teil der Pressekonferenz nach unserem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Frank, ich darf dich zunächst um dein Fazit zum Spiel bitten. Ja, erstmal meinem Trainerkollegen und St. Pauli Glückwunsch zum Sieg. Extrem bitterer Nachmittag für uns. Ich glaube, man hat gesehen, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben uns sehr gut ins Spiel reingearbeitet und auch reingespielt. Ja, haben das Spiel auf jeden Fall kontrolliert, wenn nicht sogar in der Anfangsphase dominiert, hatten uns einige gute Torchancen herausgespielt, aber Manko war definitiv der Torabschluss, die fehlende Entschlossenheit aus den Möglichkeiten, aus den teilweise hervorragenden Möglichkeiten, musst du in Führung gehen, vielleicht sogar nachlegen und ist halt mal wieder so ein Tag, der die Fußballweisheiten ein Stück weit bestätigt. Mit dem ersten Torschuss geht St. Pauli in Führung. Was mich da besonders ärgert, ist, dass wir Einwurf haben und ein paar Sekunden später der Ball bei uns im Tor liegt. Und trotzdem haben wir dann weitergespielt, haben guten Ballbesitz gehabt, aber nicht nur das Selbstzweck wegen, sondern wir haben uns Torchancen erspielt, haben die weiter nicht nutzen können. Und auch beim 2:0, zweiter Abschluss, helfen wir kräftig mit, machen unnötiges Foul draußen an der Eckfahne, kriegen den Standard, machen den Ball selber rein und dann steht es auf einmal 2:0. Wir haben alles probiert, schon in der ersten Halbzeit den Anschlusstreffer zu machen, weil ich glaube, da wäre noch einiges für uns möglich gewesen. Und auch zur Halbzeit haben wir uns ausgerichtet, wenn man die Chancen nimmt in der ersten Halbzeit, die Chancen nicht macht, dann nimmt man die Spieler. Wir haben viele Möglichkeiten auf der Bank gehabt zu wechseln, die dann das dann besser machen sollten. Aber ja, war schnell Makulatur. Naivität beim 3:0 bei uns im Defensivverhalten, ein langer Ball. Wir verlieren das Kopfballduell, der zweite Ball, super Abschluss, 3:0 und extrem schwierig, das dann auch zu verarbeiten. In der Phase hat uns dann gefehlt, dass wir gleich druckvoll weitergespielt haben, kriegen das 4:0 und dann ist ja in der Regel das Spiel vorbei, aber bin trotzdem dann zufrieden damit, dass die Mannschaft nicht aufgehört hat und noch zwei Tore macht. Sich nicht aufgibt und trotzdem in der Kürze der Zeit alles versucht, um zurückzukommen, machen dann noch zwei Tore, auf einmal zwei astreine Abschlüsse, wir sind dran.
Aber am Ende, wenn man 4 Gegentore bekommt, wenn man sich unser Defensivverhalten ansieht, wenn man sieht, wie viele klare Torchancen wir ausgelassen haben, wie viel Ballbesitz wir gehabt haben, wie wir fußballerisch die Dinge gelöst haben, dann ist es deutlich zu wenig für uns. Aber da fragt keiner danach. Wir haben verloren, das muss man akzeptieren. Wir haben auch verdient verloren und müssen ja die positiven Dinge, die es heute definitiv trotzdem gab, rausnehmen und das nächste Woche gegen Paderborn besser machen. Danke, Frank. Und dann kommen wir zu den Fragen der Journalisten hier im Stadion. Benjamin Post von Allener Nachrichten fragt, 4 Schüsse, 4 Gegentore. Was denkt man da als Trainer? Ja, man denkt, dass man schon viel erlebt hat, auch als Trainer, wenn man so lange bei einem Verein ist, aber es dann doch immer wieder was Neues gibt. Ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo das jemals schon mal so war. Schwierig in dem Moment das zu akzeptieren. Der Höhepunkt wäre gewesen, dass wir uns die eine Situation noch selber den Ball zum 5-0 reinschießen. Das hätte dann auch noch gepasst. Aber trotzdem, man weiß, wenn man ein Tor macht, wenn man nachlegt, kann man trotzdem noch zurückkommen. Ich glaube, da war der Glaube dann da. Aber nochmal, wenn man 4-0 zurücklegt, auswärts, wenn man auch unsere Auswärtsbilanz nimmt nach der Corona-Pause, dann fällt es dann schwer, dann so ein Spiel dann wirklich nochmal zu drehen. Nochmal ein sehr gebrauchter Tag für uns. Und Nadine Rau von der Heidenheimer Zeitung fragt, Herr Schmidt, war das eine Ihrer unglücklichsten Niederlagen? Ja, das hat doch jeder gesehen. Ich denke, die Frage braucht man nicht stellen. Gibt es sonst noch Nachfragen an unseren Trainer? Dann bitte in den Chat schreiben. Gibt keine weiteren Fragen mehr, dann sind wir am Ende des ersten Teils der Pressekonferenz. Vielen Dank. Vielen Dank euch, eine gute Heimreise. Danke. Dank. Dann kommen wir zum zweiten Teil der Pressekonferenz. Ich begrüße Timo Schulz auf dem Podium. Timo, wie hast du das Spiel gesehen? Na gut, ich glaube, es ging hoch und runter heute. Es war ein sehr, ja, sehr zweikampfreiches Spiel. Zwei brutal laufstarke Mannschaften. Ich glaube, wenn man nach dem Spiel behaupten kann, dass man mehr gelaufen ist als Heidenheim, dann weiß man, dass die eigene Truppe fit ist. Ich glaube, wir sind fast 125 Kilometer gelaufen. Das ist schon wirklich eine Hausmarke. Mussten wir heute aber auch gegen einen wirklich starken Gegner, der sicherlich mehr Ballbesitz hatte. Aber ich glaube, wenn man nur die klaren Torchancen nimmt, dann sind wir auch sehr gut dabei gewesen. Vielen Dank, Timo. Die erste Frage kommt von Alexander Berthold vom Hamburger Abendblatt. Timo, wie bewertest du die Balance zwischen Defensive und Offensive, die dein Team heute an den Tag gelegt hat? Ich muss Ihnen erstmal ein Riesenkompliment machen, dass Sie wirklich gerade gegen den Ball einen überragenden Einsatz gezeigt haben. Ich glaube, dass wir es häufig geschafft haben, sie von unserem Tor wegzuhalten, immer wieder nach außen zu lenken, dass wir dann, was auch Trainingsschwerpunkt war diese Woche, immer wieder in der Box gut verteidigt haben. Klar kannst du es nicht ganz verhindern gegen Heidenheim, dass sie zu Abschlüssen kommen, aber wir haben dann aus unseren Balleroberungen eigentlich immer wieder geschafft, gut umzuschalten, selber gefährlich zu werden und von daher haben wir dann auch verdient die Tore geschossen. Carsten Harms ebenfalls vom Hamburger Abendblatt fragt, Timo, wie fühlt sich dein erster Zweitligasieg an? Ja, gut. Sehr gut sogar. Es glaube ich, dass du in jedes Spiel reingehen kannst und es gewinnen willst. Und wir auch wissen, dass wir gegen Heidenheim auf Augenhöhe sind. Und ich glaube, das haben wir heute auch gezeigt. Wir wissen auch, dass wir noch einen Weg zu gehen haben, dass noch einiges verbesserungswürdig ist. Aber alles andere wäre auch überraschend. Wir haben viele Neuzugänge, wir haben ein paar junge Spieler auf dem Platz gehabt. Und das muss sich alles finden. Das wird auch noch dauern, das wird seine Zeit brauchen. Umso schöner ist es natürlich, so eine Entwicklung mit 4 Punkten aus 2 Spielen zu starten. Und ein Heimsieg am Millerntor fühlt sich immer gut an. Du hast es gerade angesprochen, viele junge Spieler auf dem Platz. Dahingehend hat auch Michael Ackermann von der Bild eine Frage. Hättest du Jannis Wiekow so ein Tor zugetraut? Was sagst du zu seiner Leistung? Am Ende war er ziemlich ausgepowert. Ja. Also als erstes wollen wir nicht durchdrehen, weil der Jannis mal ein Tor geschossen hat. Grundsätzlich war ich in Bochum auch schon sehr zufrieden mit ihm. Deswegen hat er heute auch wieder gespielt.
Ist ein Spieler, der so im Laufe des Jahres, ich kenne ihn ja seit der U15, eigentlich nie so als das Top-Talent gehandelt wurde, aber immer fleißig dran geblieben ist. Und jetzt in den letzten 2-3 Jahren hat er einen riesen Schub gemacht, einen riesen Sprung gemacht, ist eigentlich ein klarer Rechtsverteidiger, der jetzt auf einer offensiveren Position gespielt hat, weil wir da momentan Bedarf haben. Und muss ich keinem erzählen, dass ich mir natürlich, wenn ich mit so einem Jungen so viele Jahre zusammengearbeitet habe, unwahrscheinlich freue, aber die ganze Kabine unten freut sich für ihn, weil er einfach ein smarter, cooler Typ ist. Und wenn der dann so ein schönes Tor schießt, das ist natürlich nicht nur Bestätigung für uns als Verein, sondern auch fürs NLZ, dass da hervorragende Arbeit geleistet wird. Und wenn dann am Ende 3 Jungs auf dem Platz stehen und diesen Sieg über die Ziellinie bringen, mit Leon Flach, Finn Ole Becker und Janis Wiekow, dann spricht das natürlich nur für uns, unsere Jugendarbeit und den Weg, den wir gehen wollen. Oliver Jensen von der dpa fragt, wie beurteilen Sie Chéré, der nun 2 Spiele bereits oder in 2 Spielen bereits 3 Tore geschossen hat? Er hat schon 3 Tore geschossen. Entschuldigung, das war mein Fehler. Ich habe es falsch vorgelesen. 3 Tore natürlich, alles gut, um Gottes Willen. Besser so rum als andersrum. ja, deswegen haben wir ihn geholt. Also da müssen wir jetzt auch nicht drum herum reden. Wir haben Kofi letztes Jahr in Wiesbaden gesehen. Jetzt ich dann hier dieses Jahr dann ganz hautnah. Die Zusammenarbeit mit ihm macht Spaß. Ist ein sehr, sehr zurückhaltender, fleißiger Mensch, der Gruppe viel gibt. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Und auch bei ihm ist die Entwicklung noch lange nicht zu Ende. Ist ein junger Spieler, der jetzt seine nächsten Schritte in der zweiten Liga geht. Und seine reinen Veranlagungen sind top. Ne? Und das Tor, glaube ich, das schießt auch nicht jeder so. Kommen wir zum dritten Torschützen bei uns. Dahingehend fragt Frank Sörgatz von der SID, warum war Maxi Dittgen heute deutlich besser im Spiel als in Bochum? Ich glaube, dass ihm so diese Rolle als linker Außenstürmer deutlich mehr liegt, wenn er viel Tiefgang entwickeln kann. In Bochum hat er sich häufig in den Halbräumen aufgehalten oder aufhalten müssen, weil wir da auch ein bisschen anderen Matchplan hatten. Max ist eine absolute Maschine, also eine Rakete im Arsch. Der hat Dampf für 90 Minuten, für 120 Minuten, einen super linken Fuß und freue mich natürlich auch brutal für ihn, dass der Aufwand, den er betrieben hat, dass der belohnt wird mit so einem Tor, wo wir vieles richtig gemacht haben und am Ende aber eben auch das Glück des Nötigen, des Tüchtigen hatten, weil er da nochmal angeschossen wird. Carsten Harms vom Hamburger Abendblatt fragt, wie sehr hast du nach dem zweiten Gegentor gezittert? Naja, also und jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesehen, dass Heidenheim war gut im Spiel, hatten ihre Chancen. Und auch als wir 3-0 geführt haben, habe ich von meiner Mannschaft immer verlangt, dass wir weiter nach vorne spielen, dass wir Entlastung schaffen, dass wir uns Chancen kreieren, dass wir, wenn es geht, noch ein Tor schießen, weil man natürlich immer noch einkalkulieren muss, dass da was passiert. Ne? Jetzt gerade hier am Müllerntor, ich bin ja jetzt auch nicht erst seit 2 Jahren dabei, sondern ich kenne das ganze Geschehen und mit so einem Tor kann das Spiel auch schon nochmal kippen. Aber ich hatte dann hinten raus schon das Gefühl, dass wir sicher stehen, dass wir sie weghalten können von unserem Tor. Und klar kriegen sie dann nochmal 2-3 Abschlüsse, aber alles in allem, glaube ich, war das ganz okay am Ende. Michael Erkermann von der Bild möchte gerne wissen, warum der von dem erwarte ich, dass er seine Leistung abruft. Dann kommen wir nochmal zu den Neuzugängen. Oliver Jensen möchte dahingehend nochmal wissen, würdest du sagen, dass sich die Neuzugänge insgesamt bereits gut integriert haben? Ja, das sieht man und es ist eine wahnsinnige Bereicherung für die Gruppe. Wenn man bedenkt, dass von den Neuzugängen auch eben vom Absteiger schon so, dass das nicht nur für unsere eigenen Spieler, sondern auch für die Neuzugänge so ein Neuanfang war. Und es musste auch ein Neuanfang sein. Wenn man nur die letzte Saison zugrunde legt, dann ist es bei den meisten Jungs nicht so positiv gelaufen. Und die geben der Gruppe sehr, sehr viel. Das ist einfach so, wenn man Neuzugänge hat, dann wird auch die Hierarchie ein bisschen durcheinander gewürfelt. Auch da haben wir uns ganz bewusst im Sommer vielleicht auch dazu entschieden, den einen oder anderen Spieler mehr abzugeben, der in der Hierarchie ganz oben war. Und das rüttelt sich gerade alles so ein bisschen zurecht. Und wenn ich sehe, wie Marvin Knoll heute auf dem Platz vorne weggeht, sich in jeden Zweikampf reinballert, die Jungs pusht und immer wieder aktiv ist, dann es macht Spaß als Trainer, sich das mit anzugucken, wenn man sieht, dass da einfach eine richtig geile Energie in der Truppe steckt. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wofür St. Pauli immer stehen sollte. Kommen wir zu den Zuschauern. Dahingehend gibt es 2 Fragen. Zum einen von Alexander Berthold und zum anderen dann von Alex Heger von Rockantenne. Zum ersten die Frage, wie hast du die Atmosphäre im Anführungsstrichen ausverkauften Müllerntor-Stadion wahrgenommen? Und dahingehend auch gleich noch die Frage, was überwiegt die Freude, dass wieder ein paar Fans immerhin im Stadion waren oder der Ärger, dass unter normalen Umständen mit knapp 30.000 Fans ein Fußballfest gefeiert worden wäre?
Ja, also den letzten Teil, den kann ich so bestätigen. Ich glaube, heute wäre so ein Spiel gewesen, da hätten wir wieder so einen richtig alten Millantor-Roar erlebt. Ich kriege relativ wenig mit, das war auch in Bochum schon so. Was ich mitbekommen habe, und da habe ich mich echt drüber gefreut, dass bei einer Ecke für uns die alten Schlüsselbunde wieder rausgeholt wurden, so ein leichtes Klimpern durchs Stadion ging. Das war echt toll. Ansonsten habe ich wirklich eigentlich zu viel mit meiner Mannschaft zu tun und mit meinen Gedanken, als dass ich da noch groß die Atmosphäre aufsaugen kann. Von daher kann ich da zu den anderen beiden Sachen relativ wenig sagen. Ich freue mich natürlich, wenn Zuschauer da sind, aber die Gesundheit sollte über allem stehen. Und wenn es dann in 2 Wochen vielleicht doppelt so viele sind und irgendwann mal wieder ausverkauft, dann bin ich natürlich der Erste, der sich freut. Können wir nochmal zum Personal dahingehend? Möchte gerne Frank Sorgatz wissen, warum waren Buba und Luca heute nicht im Kader? Ja, bei Buba ist so, dass er einen Schlag auf die Wade bekommen hat in Bochum. Das war okay, und es geht, aber es ist eben nicht 100%. Und wenn ich weiß, was mich erwartet, wenn ich weiß, was hier die Anforderungen für die 90 Minuten sind, dann reicht es eben vielleicht nicht zu 80% oder 90% okay zu sein. Und bei Luca ist es so, dass er einfach beim Abschlusstraining gesagt hat, dass er eine Spannung hat, muskulär. Und dann, wie gesagt, dann kann man eigentlich keinen Spieler mitnehmen, der nicht 100% fit ist. Das war dann erstmal die letzte Frage. Habt ihr noch Fragen? Wir warten kurz, dann gerne nochmal in den Chat schreiben. Scheint nicht der Fall zu sein. Doch, kleinen Moment. Michael Ackermann schreibt gerade noch. Michael Ackermann, deine Frage haben wir schon beantwortet. Ging nochmal um Gnabry. Jetzt wollen wir es auch nicht übertreiben mit dem Gnabry, da kann einem fast schon leid tun, dass ich das gesagt habe. Also das Kofi Kiré, das ist ein toller Spieler, der aber auch noch viel Arbeit vor sich hat und sich verbessern muss und der unserem Spiel momentan sehr, sehr viel gibt, der, glaube ich, aber auch die richtige Einstellung hat und das alles richtig einordnen kann. Und von daher ist gut so, wie es bisher gelaufen ist, aber schön immer die Kirche im Dorf lassen. Vielen Dank. Das war's dann auch. Und euch noch einen schönen Abend. Dankeschön. Schönes Wochenende. Warte. Wir sehen uns morgen. FC St. Pauli TV live vom Millantor, das war sie also, die Pressekonferenz nach dem 4:2-Sieg vom FC St. Pauli. Macht er gut, ne, Schulle? Als hätte er nie was anderes gemacht irgendwie. Sehr souverän, locker weg. Gefällt mir. Ja, das ist ja ein absoluter Profi. Er hat schon alles erlebt. Er war 1000 Jahre Spieler. Er war Co-Trainer hier einige Jahre. Er hat die U17 trainiert, er hat die U19 trainiert. Also das ist ja, muss den Fußball ja nicht neu erfinden. Und er macht souverän und ich freue mich, dass wir heute diese Leistung hier sehen konnten, auch wenn Schulz hat es ja auch selber schon angesprochen, wenn das eine oder andere noch verbesserungswürdig ist. Aber da müssen wir dran arbeiten. Aber es war ja auch die Gier nach Ball draufgehen und so, ist ja alles das, was wir auch vorher schon analysiert haben. Ja. Insofern das auch bestätigt worden. Deswegen lass uns noch mal ganz kurz einen Schritt weitergehen und auf den Freitag gucken. Das ist nämlich das nächste Spiel. Kurze Pause also auf jeden Fall, um dann gegen den SV Sandhausen zu spielen. Das ist, am Anfang der Saison kann man es immer noch nicht sagen, wenn man sich an die letzte erinnert, ein dreckiges Spiel. Also eins, wo man wieder voll da sein muss. Ja, Sandhausen ist nach wie vor eine schwierige Truppe. Also schwierig für uns zu bespielen. Und auch wenn sie, ich weiß jetzt nicht, 1-0 haben sie, glaube ich, verloren in Nürnberg. Aber Nürnberg ist ja auch eine gute Truppe. Aber sie haben, wenn du dir anguckst, wen sie dort alles haben, mit Keita Roel von Greuther Fürth rübergeholt, unser alter Assis Bourdous ist wieder zurückgekehrt. Sie haben dort also wirklich jetzt einen Umbruch gemacht. Da war auch noch viele gestandene Leute dabei. Biada, der jetzt ein paar Jahre da ist. Linzmeier, der wieder dabei ist. Diekmeier, der über die rechte Seite alles niederrennt. Also das ist eine eingespielte Truppe, selbst wenn sie immer mal wieder neue Leute dazu holen. Und die geben in jedem Spiel alles. Also das ist eine richtig gute Herausforderung für unsere Jungs. Und ich wünsche mir, dass sie mit diesem Biss von heute dorthin gehen. Und das ist bitter nötig, glaube ich, weil das ist eine Herausforderung, in Sandhausen zu bestehen. Ich danke dir für deine analysierenden Worte und danke euch natürlich dafür, dass ihr so toll
kommuniziert habt, kommentiert habt, das wollte ich dazu sagen, eure Kommentare geschrieben habt, tolle Sachen dabei. Christoph Vollmann beispielsweise, herzlichen Glückwunsch zum Heimsieg. Jetzt kann ich morgen mit einem Lächeln hier auf Sylt zur Arbeit gehen. Wir FC St. Pauli-Fans in Nordfriesland sind stolz auf euch, Forza FC St. Pauli. Stolz sind wir auch auf die Truppe, auf die 4 Punkte, die wir jetzt auf der Habenseite haben. Insofern dir vielen Dank. Das nächste Spiel ist ein Montagsspiel, da sind wir wieder hier, dann gegen den 1. FC Nürnberg. Dazwischen ist aber noch Länderspielpause, also jetzt erstmal voller Fokus. Freitag Sandhausen wird schwer genug und dann sehen wir uns in 3 Wochen, glaube ich, wieder. Montagabend FC St. Pauli TV nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg. Euch noch einen schönen Sonntag, vielen Dank, genießt es, feiert die 3 Punkte, freut euch drauf und habt eine tolle Woche. Bis dann, tschüss und Forza St. Pauli. Alles Gute, Leute. Ciao, ciao.